Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute stehe ich leider aufgrund von Corona alleine da. Can hat aber das Video für euch geschnitten. Und zwar ist das Thema, wie du während dieser Zeit jetzt zu Hause deine Ausdauer effektiv trainieren kannst auf einem kleinsten Raum. Ich wünsche dir viel Spaß und du weißt, wie es ist. Jetzt musst du Gas geben, dir einen Vorteil erarbeiten und dann, wenn das Ganze hoffentlich bald vorbei ist, dann bist du topfit. Alles, was du brauchst, ist ein Springseil, ein paar Markierungshütchen oder was auch immer und ein Bar. Legen wir los. So stellst du das Ganze auf. Hier bei mir habe ich 5 Markierungshütchen genommen, aber du kannst auch Schuhe nehmen oder was auch immer in deiner Wohnung herumliegt. Und da hinten habe ich den Platz für das Springseil. Als erstes wirst du hier beim Slalom starten. Da machst du 2 Durchgänge davon. Hoch, runter, hoch, runter. Und danach gehst du zum Springseilen und dort machen wir 30 Sekunden. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Wenn du so einen Durchlauf gemacht hast, zweimal mit dem Ball, hoch, runter, plus dann 30 Sekunden mit dem Springseil, fängst du wieder an mit dem Slalom, aber da kannst du jetzt auch andere Übungen einbauen, das überlasse ich ganz dir. Und dann auch beim Springseilen kannst du auch einbeinig springen. Das Wichtigste bleibt aber, dass du die Übungen durchziehst, zweimal mit dem Ball das Slalom machen und dann 30 Sekunden mit dem Springseil. Das machst du immer im Wechsel und insgesamt machst du das 10-mal. Also bis 10-mal hier im Slalom und 10-mal beim Springseilen. Dann haben wir eine Belastungsdauer von 10 bis 12 Minuten. Und wenn du hier richtig Gas gibst und dir auch wenig Pause gönnst beim Wechseln der Stationen, wird es richtig, richtig intensiv. Das heißt, es liegt an dir, Vollgas zu geben in dieser Übung und dann hast du in kurzer Zeit ein effektives Ausdauertraining gemacht. Plus haben wir noch den Ball dabei für das Technische und mit dem Springseil wirst du auch deine Beinmuskulatur stärken. Hier zeigen wir dir noch ein paar Varianten, wie du es beim Slalom auch anders machen kannst. Du kennst bestimmt auch noch andere Übungen, die kannst du hier ganz selbstständig mit einbauen. Wichtig nochmals zur Wiederholung, nach dem Slalom direkt zum Springseil und nach dem Springseil direkt wieder zum Slalom. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Das war's mit dem Video, wie du zu Hause deine Ausdauer auf kleinstem Raum trainieren kannst. Jetzt liegt es an dir, Vollgas zu geben und in den Übungen wirklich an dein Limit zu gehen, damit deine Ausdauer auf das nächste Level gepusht wird. Zusätzlich, wenn du noch viele weitere Übungen zu diesem Thema und anderen Themen haben möchtest, dann schau in der Videobeschreibung nach, da haben wir einen Link zu unseren Trainingsplänen. Wenn du Vollgas geben wirst, wenn du Profi werden willst oder dich einfach effektiv verbessern möchtest, dann ist es sicher etwas für dich. Schau dort vorbei. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. You made this mess and left me with the pieces.